So, Hallöchen, ich möchte euch heute mal eine Map vorstellen der ganz anderen Art. Der eine oder andere wird wahrscheinlich davon schon gehört haben, die Azura-Map. So, die gibt es hier in zwei Ausführungen. Oh, Moment, ich muss eben einen schlauen Zettel nehmen hier. So. Da ist er, der. Die Azura Map. Wie war das denn? Es gibt einmal jetzt hier diese Normalausführung. Entschuldigung, wenn das jetzt hier knistert. Pflicht ist. Ah ja, das ist einmal die normale Version, dann gibt es aber die Pro-Version. Das wäre die. Nicht alle Baustellen und Orte zum Erkunden sind enthüllt, wie zum Beispiel die unterirdischen Gänge. Die Pro-Version zeigt Ihnen auf der PDA nichts außer den grundlegenden Spielfunktionen wie Sägewerk, Lager oder Silos. So, darum nehmen wir die normale Version. Da kriegen wir wahrscheinlich mehr drauf zu sehen. So, wir starten hier schon mal über. So. Sie werden die Pfade dieser Karte sicherlich wiedererkennen, da es sich um eine Modifikation der Karte Holmekara oder Holmekra, schwedische, norwegische Karte aus dem 22er Handel, auf der Sie viele neue Funktionen finden werden. Mehrere Teile wurden komplett überarbeitet. Sie können Ihr Holz schneiden und entscheiden, es zu verkaufen oder es zum neuen Sägewerk zu bringen, um Paletten für zwei Baustellen mit baubaren Hütten herzustellen. Auf dieser Karte befinden sich mehrere Baustellen. Verlegen von Rohren, baubare Hütten, also zwei baubare Hütten, Zugangskonstruktionen für Geländefelder, Zugänglichkeit zu Hüttenstandorten und viele andere Standorte oder viele anderen Standorten von der Erdbeseitigung bis zum Brechen von Gestein im Steinbruch. Entdecken Sie viele versteckte Orte wie unsere Unterwelt, unsere leuchtenden Kugeln, nur bei Nacht. Viel Spaß auf der Karte. Sie haben viele Orte, an denen Sie Spaß haben können, egal ob Sie Motorrad fahren, ob am Feuer sitzen, die Seilrutschen springen, mit einem Sicherheitsgurt bergab fahren und vieles mehr. Um alle Funktionen der Karte nutzen zu können, wird das Platinum DLC dringend empfohlen. Dieser Karte haben Sie mehrere Versionen. Die Anfängerversion, die Ihnen viele Orte wie Baustellattraktionen, Zipline, verlässliche Hütten und so weiter. Achtung. Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall die normale Version. Ich habe mich schon mal dementsprechend hier, ne? Bestätigen wir schon mal. So, hier starten wir. Nicht alle Baustellen und bla 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 habe ich ja. Huch. So. Unabhängig von der Karte oder dem Starter-Mod haben Sie standardmäßig mehrere Fahrzeuge, um das Spiel richtig zu beginnen. Waltrad, Traktor, Kramer, Halfpipe, Kessler, Stratmann, Ceylon, Kuhn, bla und blub und ja. Ja, das wollte ich mir mal mit euch angucken. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Zum Beispiel bei Mario Hirschfelden. Der ist da schon mit einem Kumpel oder mit, hoppala, mit zwei Kumpels drauf am Zocken. Also ich werde jetzt hier nur eine
grobe Übersicht machen. Sieht schon geil aus, ne? Da unten mit dem Weg, der Wasserfall da hinten. Hier ist schon so ein Gurt, hier kannst du dann abwärts. Aber ja, wir können auch noch jede Menge aufwärts. Das ist ja hier der absolute Hammer. Also ich habe das bei dem Mario hier schon gesehen, die erste Einführung, sag ich mal. Schon sehr beeindruckend, oder? Ja, guck, hier wäre schon noch eine erste Baustelle. Es ist so, hatte ich das jetzt schon gesagt, also hier von wegen mit Landwirtschaft. In dem Sinne hat das hier absolut nichts an der Mütze. Hier geht es erstmal nicht weiter. Ach, hier. Oder bin ich von da gekommen? Ich bin von hier gekommen, ne? Aber ich könnte jetzt hier. War ich jetzt? Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Ist halt egal. Ja, guck, hier bin ich gewesen. Hundertprozentig was für mich. Ich habe gar keinen Plan. Aber das ist der Hammer, ne? Also, wie das hier alles gebaut worden ist, muss ich sagen. Und hier gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Nur, ich wollte jetzt hier hoch, mein Junge. Warum? Hallo? Hallo? Muss ich was Spezielles drücken? Nun lass mich doch hier hoch, Junge. Ich will da hoch. Warum geht das denn jetzt nicht? Das glaube ich doch jetzt nicht. Warum klappt bei mir das alles nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Gut, dann sind wir jetzt am Sägewerk hier. Hier starten wir. War auch nicht so geplant. Langholzwagen. Ja, Mähwerk, ich glaube, brauchen wir nicht. Entschuldigung. Oh, the toilet. Oh. Das ist ja alles ein bisschen tricky. Da muss man eben. Das gefällt mir jetzt nicht. Warum gefällt mir das nicht? Muss ich auch mal. Ach. So. Ich muss erst mal gucken, was gehört ja mir und was nicht. Das lag alles nicht in die Deutsche, hä? Ich glaube, das Dunkelrote, das könnte wohl sein. Dass das mein Sein ist.
Ich weiß es noch nicht so genau, aber ist ja auch egal. Ich wollte eigentlich mit euch da oben über die Also hier ist alles sehr unwegsam. Ach Menno, pass mal auf, ich muss mal eben gucken hier. Das ist ja alle nix. Speichern. Verlassen, so. Da muss ich hin. Bali Batam. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das jetzt finde. Das ist ja alles gar nicht ohne. Ich suche nämlich jetzt die Drohne. Scheiße. Wieder hochladen. Hihaho, der Alte geht K.O. Schon mal jetzt wieder hier runter. Das hier ist, meine ich, das Sägewerk, an dem wir Holz verkaufen. Oder? Nee, da ist Verkauf und hier müsste Produktion sein. Ja. Produktion verwalten. Ja, genau. Bretter, Bretter, Bretter. Okay. Da müssen wir das dann eher aktivieren. Also brauchen wir zuallererst auf jeden Fall Holz. Aber hier steht ja ein bisschen was rum. Also, so, hier. Nein. Die Wertzis. Halt, da ist er. Was, wie? Wo ist er? Da ist er. Oh ne, guck mal, steht ganz woanders. So und so. So drehen wir uns. So geht's hoch, so geht's runter, alles klar. So, guck mal. Ah ja. Also hier ist unser Sägewerk. Und da ist auch die Map-Begrenzung. Da fliegen wir doch so einmal rum, wa?
Wir gucken mal, da unten ist eine See. Straße hoch. Da ist hier eine Baustelle. Das könnte die sein. Nee, das ist hier nicht, wo wir vorhin waren. Ah ja, ganz ehrlich. Upsi. Das ist eine Seilbahn hier. Oh, rum, rum, rum. Kommt von da oben. Also, das ist eine Map, die werden wir uns, glaube ich, gemeinsam erkunden. Aber das braucht seine Zeit. Hier sind die ganzen oberirdischen Dinger da, wo du quasi über diese Hängebrücken da oben hochlaufen kannst. Gibt es halt verschiedene Geschichten. Schotter, normaler Sand- und Mutterboden, schätze ich mal, soll das darstellen. Do not enter. Ach Mann. Aber so richtig geht es hier noch nicht weiter, ne? Ist ein angefangener Stollen. Aber das war es dann auch. Oh, ich schnell wieder raus. Weißt du, jetzt ist passiert. So was aber auch. Habe ich nämlich schon drin festgehangen. Gucken wir mal hier hoch, ne? Also da war ich, da bin ich ja, bin ich. Gucken wir hier mal. Kann man hier was aufmachen? Nein. Moin, einer da? Nö. Aber da wird's, ne? Kommen garantiert Steine rein.
Oh, Nicht drin schwimmen gehen. Brecheranlage. Gucken wir mal, ob wir da zur Burg hochkommen. Ich glaube nicht. Nee, von hier geht da kein Weg hoch. Nö, nö. Das sieht nicht so aus. Aber wir laufen hier erstmal weiter. Ende im Gelände. Fantastisch. Gut, dann machen wir das so. Komm da hin. Da bin ich ja, ne? Oh. Holla, 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 holla. Aber ein bisschen defekter Gerät, ne? Jawohl. Durch diese Rolle ganz muss gekommen. Ja, ist halt eine Ruine, würde ich sagen. Alles kaputt, oh, wie gemein von ihm. Jetzt kommen wir da wieder. Ja, okay. Bin zu klein, kann nicht drüber gucken. Weil der Schrott passt ja nicht hin zu der Ruine, oder? Das ist ja ein bisschen. Mal hier, halb umgestürzte Bäume und so. Alter Falter. Ja, und das sind dann so herrliche Wege, die man dann so findet. Also richtige Straßen hast du hier sehr wenige. Das weiß ich schon. Und das ist auch wieder so eine Steinformation. So wahnsinnig groß ist die Map gar nicht, wenn ich das so sehe. Aber es gibt hier viel zu tun. Was haben wir denn da? Das sieht ganz schön kaputt aus, ne? Renovierungsbedürftig, würde ich mal sagen. Oh. Ja, das ist nicht mehr ganz dicht, das Dach, würde ich sagen.
Keine Ahnung, ob man das dann auch mal renovieren muss, soll. Wird sich zeigen, was haben wir denn da für einen blauen Punkt? Können wir da mal hinsausen? Das ist ja, mehr oder weniger eine Autobahn hier. Okay. Was haben wir denn hier vorne? Tschüss. Guck dir das an. Da werden einfach die Altreifen hier in die Walachei geschmissen. Das ist unglaublich. Tja, ob da was passieren soll auf Dauer, weiß man nicht. Eine wild eingerichtete Baustelle, oder was soll das sein? Hallo, Echo. Hallo, Charlie. Ja, genau. Ja, Ich weiß nicht genau. Aha. Ja, lass mal erst da stehen, wa? Warten wir mal ab, was hier so passiert. Wir schnappen uns wieder unsere Droni. Noch einen Schluck trinken. Mal hier so rüber kicken. Kicken wir mal. Da ist die Burgruine. Felsen, Felsen, Felsen. Zum kleinen See. Also aus dem Wasserfall, ne? Und Frösche haben wir ja auch ein paar. Das hört sich doch schön an. Muss erstmal hier so, da noch was ist. Ich glaube es aber nicht. Man weiß es nicht. Also ich werde hier drauf wohl mal ein kleines Let's Play starten. Glaube ich. Ich glaube, das wird ganz interessant. Es ist viel Arbeit. Ich weiß auch nicht, ob ich das alleine auf der Kette kriege. Ah ja, hier war ich, aber die Baustelle. Ich werde es sehen. Ja, überwiegend ist Wald, ne? Das ist einfach so. Und wie gesagt, dann muss man schauen, was denn dann an Aufträgen da kommt, was man machen soll. Also zwei Häuser, zwei Hütten bauen, das ist schon mal klar. Dafür brauchen wir Holz und das kriegen wir aus dem Sägewerk, das ist logisch. So, was haben wir denn hier? Hier ist doch schon die Map-Begrenzung. Irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Das stimmt nicht.
ist denn? Ist das wieder der Stein? Nee. Ja, ich glaube, dieses dunkelrote Feld, das soll das hier unten sein. Vermute ich. Und da sind wir in der Pische. Hallo? Fein. Schickes Mädel. Bisschen sumpfig hier. Wieder so ein paar Punkte. Aua. Hey, darfst keine Angst haben, ne? Also es werden immer noch die alten Felderdinger eingeblendet, ne? Die Feldinfos, wie das aussieht. Ah ja. Ich glaube, ich bin wieder bei der Burg. Das sieht ganz so aus, ja. Gut. An See. Ich glaube, das meiste wirst erst finden, wenn du dich da unten irgendwie durchmogelst. Habe ich den Verdacht. Guck, da geht Brücke. Hallo, hallo. Mal mit Rettungsring. Aber irgendwie ist das schon geil gemacht, ne? Ein altes Boot. Das ist tot. Das Boot ist tot. Hui. Schnellen Stromschellen, schnellen Schnellrasse. Komme ich denn jetzt hier? Ah ne. Mal andersrum gehen. Ein Turm, ein Turm, und ich komm wieder. Oh,
aber ich komme nicht auf ihn nuff. Turm, wie kann ich auf dich nuff kommen? Autschi. Das sieht schlecht aus. Für mich. Da ist der Turm. Aber ich kann nicht auf ihn drauf kommen, weil dann müsste ich über diese Seilbritsche. Ja, das habe ich ja nicht gefunden. Okay. Da müssen wir mal gucken. Da könnte schon bald die Hütte sein, an der wir gestartet sind, ne? Will ich ja schon fast behaupten. Ja. Oh, ja. Das ist das, das. Da sind wir gestartet. Alter Schwede, ja, da hinten waren wir auch schon. Ja gut, ich sag mal, so, ne? Für jemanden, der Landwirtschaft spielen will, ist das hier absolut nicht das Richtige. Das ist hier so für die Leute, die gerne Holz fällen, die mit Holz arbeiten, die sind gerne, ne? Ich sag mal so, auch in dem, ja, grob gesagt, Bausektor gehen. Was haben wir denn da unten? Da war ich ja noch gar nicht, oder? Das gucken wir uns doch auch an. Hallo. Hallo. Jemand zu Hause hier? Hallo. Ich bin's. Der liebe, nette, kleine Charlie. Ich glaube, das ist Sanftplantage. Guckt euch mal an, wie wild das so aussieht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich guck mal nach da drüben, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich erwischt mich hier keiner. Nordic. Sägemühle. Ja. Padam, pam, eine Waage.
Ich wage zu bezweifeln, dass das. Oh, doch, das geht auf. Guck mal. Oh, Entschuldigung, ich wollte mal eben gucken. Geilomat, ich habe abgenommen, ich wiege nichts mehr. Ah, super. Endlich. Aha. Mal eben gucken, ob der Türchen doch wird auch aufgehen, ne? Schön. Oh, schön. Hat die Waschhalle. Wunderprächtig. Das gefällt mir. Oh, ich bin draußen. Das gefällt mir nicht. Ich muss hier drin bleiben. Ich muss auf dem Gelände bleiben. Weil sonst kann ich das ja nicht weiter erkunden. Nicht wahr? Lass mal ein Rolltor, ja? Was haben wir hier? Hier spawnt dann wahrscheinlich irgendwas auf. Produktion verwalten. Lager ist leer. Okay. Ach, doof, Mann. Ja. Die Trocknung könnte das sein. Das geht nicht auf, oder? Nee. Nochmal eine Halle. Nice. Hallo? Hallo. Wahrscheinlich kommt dann der Schnitzel raus, wollte ich sagen. Ah ja, hier kommt ja ein Holz drauf. Ah ja. Schlimm sowas. Ja, siehst du. Da kann ich also hier auch produzieren. Hier könnte ich Holz lagern. Gut. Aber dann auch. Hier wohnt dann wahrscheinlich der Schäfer von der Sägewerk. Der Schäfer. Kennst du Schäfer? Ist jetzt wieder die Map begrenzt. Also wie gesagt, die ist gar nicht so groß. Das wird nur tierisch groß, aber das ist das gar nicht. Die Drohne dürfte auch gerne schneller fliegen, was sie aber nicht tut. Ist ja jetzt nach der PDA ist ja hier drüben auch noch was, aber da ist ja nichts mehr, wie wir sehen. Naja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, das sind überall noch. Aber da komme ich ja gar nicht hin, das ist ja. Ne? Au. Ja, was nicht. Wir bleiben. Hallo. Hallo. Hallo, 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 hallo. Dann werde ich mal. Ach so, da. Nee, da ist. Da hinten ist die Burgruine wieder. Der Steinbruch, da müsste hier vorne ja, genau. Da ist das Sägewerk, wo meine Fahrzeuge stehen. Und da werden wir erst wieder landen.
Oder Punktlandung machen. Das geht gar nicht. Ja, dann. Dann geht das nicht. Wenn das nicht geht, dann geht das nicht. Wie sieht das hier aus? Geht das auch nicht, ne? Also. Na. Es gehen, aber ich kriege den da nicht raus. Weil. Bisschen höher, bisschen höher, bisschen höher, bisschen höher. Jetzt geht nicht. Ich bin dafür zu dumm. Ach, dann ist auch egal. Aber so nicht, mein Freund, so nicht. Man muss ja aus dem Weg, ich kann euch ja nicht mitten, das geht doch nicht. Hier fährt ja einer drüber. Das will ich nicht. Mann. Das geht auch wieder nicht. Ach Mensch. Gut, das war das. Das soll die kleine Rundschau gewesen sein. Ja, das kann ich hier verkaufen. Der kleine kommt auch weg, der kommt auch weg. Den, ja, ich glaube, den tun wir auch weg. Egal. So, ich sage erstmal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. War jetzt nicht so dolle, aber so einen kleinen Überblick vielleicht. Und ja, mal gucken, ob wir dann nächste Woche ein bisschen drauf rumtouren. Mal schauen. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns in Bälde wiedersehen. Bis dahin sage ich Winke, euer Opa.